Ich grüße euch zu einem neuen Video und heute mache ich einen kleinen Soundtest mit dem Sonos Roam, dem Bose Soundlink Color 2 und dem Bose Soundlink Micro. Wir fangen an mit dem Soundlink Micro von Bose. Ich habe bei jedem Gerät die Lautstärke bei ca. 60%. Dann starte ich den Track jetzt. Jetzt kommt der Soundlink. Stärkerer Bass. Und nochmal einen stärkeren Bass. Von meinem ersten Eindruck her muss ich jetzt sagen, hat mir das Sonos Roam am besten gefallen. Ich würde sagen, jetzt teste ich noch einen zweiten Track. Wir sind wieder beim Sonos Roam. Ich wechsle. Ich wechsle wieder. Ich wechsle wieder. Hier finde ich es einfach kraftvoller.
wechsle wieder zum Soundlink. Und nochmal zum Sonos Roam. Ja, also hier kommt mir der Ton kraftvoller rüber. Jetzt gehen wir zum Mini bzw. Mikro. Man darf es nicht vergessen, es ist das kleinste Produkt. Ich mache die Lautstärke jetzt mal auf ca. 90%. Lautstärke 90%. Also ich muss jetzt sagen, persönlich hat mir das Sonos Roam am besten gefallen. Er war der kraftvollste, er hatte den schönsten Ton und er hatte auch den stärksten Bass. Gerade im Vergleich zum Bose Soundlink Color 2. Den Mikro kann man natürlich nicht ganz damit vergleichen, denn er ist schon nochmal am kleinsten. Aber auch der hat mich echt überzeugt. Er hatte trotzdem für die kleine Größe einen richtig guten Ton. Aber für mich jetzt persönlich ist der Roam der Gewinner. Jetzt teste ich nochmal die zwei miteinander. Und ich finde, der Kleine ist wirklich gut. Also ich bin echt ein Fan von dem Mikro. Und ich finde, man hört natürlich, dass er kleiner ist, wie das Soundlink 2, aber ich finde, er kann trotzdem gut mithalten. Gerade für unterwegs ist das Gerät spitze. Was kann ich sagen zu allen drei Geräten? Für mich ganz klar der Gewinner, der Sonos Roam. Platz 2 für mich persönlich, der Bose Soundlink Micro. Und Platz 3, der Soundlink 2 Color. Wichtig ist natürlich, man muss sich fragen, für was nutze ich die Geräte. Ich finde den Soundlink Micro einfach genial. Er ist super klein. Ich nehme das Gerät extrem gerne mit, wenn ich in den Urlaub gehe. Es passt einfach super in die Tasche, in den Koffer. Es ist einfach ja, das kleinste Gerät, platzsparend und es kann einfach überall mit. Man kann es übrigens auch hiermit ans Fahrrad machen und hat dann am Fahrradlenker Musik. Dieses Gerät ist mit Abstand das größte Gerät von allen drei. Gefällt mir auch optisch von allen drei Geräten am wenigsten. Der Sonos Roam ist das gute Mittelmaß. Man hat ihn, wie gesagt, sehr gut in der Hand. Kann ihn auch überall mitnehmen. Natürlich in die Gepäcktasche würde ich ihn jetzt, also beziehungsweise in den Koffer für den Urlaub, würde ich jetzt eher dieses kleine Gerät bevorzugen. Aber er ist einfach auch extrem handlich. Der Soundlink 2 Color ist der schwerste von allen drei mit 540 Gramm. Der Soundlink Micro wiegt 290 Gramm und der Sonos Roam wiegt 430 Gramm. Von der Bedienung her muss ich sagen, wenn man es mit dem iPhone nutzt, gewinnt das Sonos Roam ganz klar, weil er ist nicht nur Bluetooth-fähig, sondern ist auch im WLAN und man kann ihn mit AirPlay 2 steuern. Was sehr einfach ist. Die anderen zwei Geräte benutzen nur Bluetooth. Es haben alle drei Geräte einen An-Aus-Knopf. Und beim Roam ist er hier hinten.
Der Soundlink Micro wird mit Micro USB geladen. Genauso wie der Soundlink 2 Color. Und der Sonos Roam wird per USB-C geladen. Von den Tastenfeldern her, den Soundlink Micro kann man hier lauter und leiser machen. Hier ist die Bluetooth-Verbindungstaste, um die Geräte neu zu verbinden bzw. zu verbinden. Hier haben wir die Bluetooth-Taste, um es zu verbinden. Hier kann man den Eingang wechseln. Er hat noch zusätzlich einen AUX-Eingang. Und wir haben leise und lauter. Beim Roam leise und lauter, Play, Pause. Und er hat eine Mikrofontaste, denn das Gerät ist mit Siri steuerbar, mit Alexa und mit Google Assist. Von der Akkudauer her, laut Bose soll der Micro 6 Stunden halten, der große Bruder 9 Stunden und beim Sonos Roam sind es sogar 10 Stunden. Ich persönlich muss jetzt sagen, ich habe bei allen drei Geräten noch nie durchgehend so lange Musik gehört. Der Akku hat mir immer gut gereicht und wenn ich meistens die Geräte ausmache, mache ich sie meistens an den Strom. Hier habe ich ja extra noch eine Ladestation. Es sind alle drei Geräte wasserdicht mit IP67. Hier haben wir IPX7, wasserabweisend. Und beim Mikro ebenfalls IPX7. Wasserabweisend. Kommen wir zum Fazit. Für mich, der Gewinner ist der Sonos Roam. Für mich persönlich hat er den besten Klang. Ich kann ihn am Gerät selbst bedienen, wie die anderen Geräte natürlich auch. Er hat zusätzlich aber auch Siri, Alexa oder Google Assist, somit kann ich ihn auch per Sprache steuern. Er hat wie alle Geräte Bluetooth, aber zusätzlich auch WLAN. Ich kann ihn in Apple HomeKit integrieren. Von allen drei Geräten hat er IP67 und von der Größe her ist er genau mittendrin. Aber meine Konstellation ist ganz klar. Wenn ich in den Urlaub gehe, nehme ich dieses Gerät mit. Wenn ich draußen im Garten bin, nehme ich den Sonos Roam. Und den Bose Soundlink 2, der verabschiedet sich. Preislich muss ich noch sagen, unverbindliche Preisempfehlung, Sonos Roam 180 Euro, der Soundlink Micro 120 Euro, der Soundlink Color 140 Euro. Die beiden Geräte gibt es aber aktuell um einiges günstiger. Und für mich noch ein klarer Vorteil, USB-C. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet die Tonunterschiede gut raushören. Gerne einen Daumen hoch, abonniert auch gerne meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut!